ich danach fragen, warum Sie heute hier teilnehmen? Ja, ich bin gegen dieses Gesetz. Ich finde, das ist ein absoluter Wahnsinn. Das ist, ja. Inwiefern sehen Sie denn die Frauenrechte dadurch eingeschränkt oder betroffen durch dieses Gesetz? Naja, Frauen haben 100 Jahre lang für ihre Rechte gekämpft und auch für eigene Räume, auch für eigene Freiheiten. Auch Frau sein ist einfach eine materielle Realität. Die kann man nicht durch einen Sprechakt verändern. Und auch andere, also auch Männer können nicht durch einen Sprechakt eine Frau sein. Sind sie einfach nicht. Es geht also nicht darum, dass transsexuelle Menschen irgendwie diskriminiert werden sollen. Ja? Es geht einfach darum, Frauen und Menschenrechte zu schützen. Was sind denn solche Räume beispielsweise, in denen Sie, vor denen Sie Sorge haben, dass Sie nicht mehr als Schutzräume zukünftig dienen könnten? Also ich habe nicht nur die Sorge, es sind Dinge, die bereits passieren. Ich habe von einer Frau, die in einem Obdachlosenheim, Obdachlosenunterkunft für Frauen arbeitet, schon gehört, dass da zum Teil transidente Männer auftreten und da sind viele Frauen, die einfach traumatisiert sind, ja, wenn man sich das vorstellt, welche Frauen landen dort, die haben natürlich eine Geschichte und die kommen halt einfach nicht mehr. Ne? Und dann gibt es diese Idee, ja, das Hausrecht sorgt dafür, dass jedes Haus selbst entscheiden kann, aber Fakt ist, das passiert dann vielleicht erst am nächsten Tag und die Frauen bleiben einfach weg. Oder in Gefängnissen, man weiß es von Fällen in Schottland beispielsweise. Auch das Argument, ja, das sind Einzelfälle, es reicht ein Mann, ich kenne einen Fall in Schottland, da waren zwei transidente Männer im Frauengefängnis, 60 Frauen haben vor denen gezittert, die haben ihren vollständigen männlichen Körper, waren auch erregiert in der Dusche gestanden und es werden auch Sexualstraftäter in Frauengefängnissen gelassen, Pädophile, passiert alles schon. Das passiert. In Deutschland haben wir ja schon den bekannten Fall vom Erlanger Fitnessstudio, wo ein Mann rein wollte. Ich weiß es von einem Hamam, wo ein Mann drin war, obwohl es extra einen Flintertag gegeben hätte, den wollte er aber nicht nutzen. Es passiert. Und das dann noch, welche Forderungen haben Sie? Was würden Sie denn stattdessen fordern? Also die Idee war ja ursprünglich, das Transsexuellengesetz zu reformieren, weil da zwei Teile drin sind, die waren verfassungsfeindlich und die wurden auch schon lange nicht mehr angewendet. Die hätte man einfach streichen können und das ganze Gesetz reformieren. Was jetzt ist, dass einfach jeder Mensch, also von in ganz Deutschland, von der gesamten Bevölkerung sich einfach als etwas identifizieren kann, was er nicht ist, das geht so nicht. Aber das Gesetz haben wir jetzt. Ich glaube, juristisch ist es auch sehr schwierig, das jetzt irgendwie wieder rückgängig zu machen. Tatsächlich weiß ich es nicht. Ich weiß es nicht. Ich find's, ich möchte einfach, dass die Bevölkerung sich mal wirklich Gedanken macht oder überhaupt davon erfährt, denn es wissen viel zu wenige Menschen, was es wirklich für eine Auswirkung hat. Und dann vielleicht noch abschließend die Frage, es geht ja um ein paar tausend Fälle aktuell. Glauben Sie trotzdem, dass das so große Auswirkungen haben kann, dass Frauen darunter leiden? Nee, da liegt ein Missverständnis vor. Es geht nicht um ein paar tausend Fälle. Wir reden hier nicht von den transsexuellen Menschen, die wirklich an einer Geschlechtsdysphorie leiden, sondern es geht darum, dass jeder Mann in Deutschland sich als Frau identifizieren kann. Aber das passiert ja nicht. Also in der Realität, das habe ich Ihnen ja gerade gesagt, dass es bereits passiert. Selbstverständlich. Aber deshalb rede ich ja von ein paar tausend Fällen. Also genau, deshalb. Ich meine nur, es ist ja nicht so, dass jetzt die Millionen Männer plötzlich schlecht ändern werden. Ja, also das meine ich eben. Es sind ja nicht nur... Es reicht ein Fall in einem Knast mit 100 Frauen, ja? Ja. Oder ein Mann in der Obdachlosenunterkunft. Das reicht, dass die Frauen nicht mehr kommen. Ja. Und es sind mehr, also wenn Männer unter Druck sind, ja, wenn sie irgendwie kriminell sind, sie untertauchen müssen, wenn sie ihren Fetisch ausleben. Es geht ganz, ganz oft um einen Fetisch und nicht um eine Geschlechtsbeziehung. Mhm. Und das wird selbstverständlich genutzt. Und da reicht ein Wolf im Schafspelz in der Herde. Mhm. Okay.